Was geht, Livestream-Chat? Alles klar oder was? Na? Na, habt ihr Tommy vermisst oder was? Ich glaub nicht, oder? Da müssen wir heute nett sein. Ja. Ja, du hast sogar Tommy Hilfiger an heute, ne? Hier. Das Shirt? Ja, ja. Und die Hose und, hast du auch und da, die ne? Hose auch. Mhm. Auch eine Unterhose oder was? Nee. Was für eine Unterhose hast du an? Marke? Nee, kannst du jetzt nicht zeigen im Stream. Berlin steht da drauf. Was ist das denn für eine Unterhose? Was ich zu Weihnachten bekommen habe? Ach, nichts Großes, Kleinigkeit. Ich habe mich selber beschenkt. Das T-Shirt habe ich mir gekauft und so. Tommy, was denkst du, hat das T-Shirt gekostet? 500, 600 Euro. Ja, nicht ganz. Ein bisschen mehr noch sogar, muss ich gestehen. Wer hat Silvester geknallt? Tommy, wer hat Silvester geknallt? Ja. Wen? Wie geknallt? Nein, du bist ein... Was? Ja. Erzähl, heißt sie zufällig Berlin? Heißt sie zufällig Berlin oder was? Huch. Nein. Nein. Tommy ist noch zu jung. Wie alt bist du jetzt? 11, ne? 11. Ja, ja. Nee, Tommy. Mit 11? Tommy geht in GTA ins Stripclub. Warst du schon mal in GTA ins Stripclub? Nein, ich habe kein GTA. Stimmt. Bauch wieder in Ordnung. Bauch ist wieder in Ordnung. Ich weiß da auch nicht, was da los war, Digga. Am ersten Weihnachtstag hing ich übelst flach. So mit Bauchweh irgendwie. Aber gestern ich hatte auch noch ein bisschen. Aber da lag ich nicht flach. Ja. Gestern hatte ich auch noch ein bisschen Bauchweh. Aber ich habe keinen Dünnpfiff gehabt oder so. Ich habe einen richtig schönen Phantomschiss gehabt. Weißt du, was ein Phantomschiss ist? Ja. Was ist das? Diese, wenn man so richtig geil kackt. Weißt du? Nein. Also. Das auch. Aber beschreib mal, was ist für dich richtig geil kacken? Ja, beschreib mal, was ist für dich richtig geil kacken? Das kann ich nicht beschreiben. Einfach, wenn es sich gut anfühlt. Einigen wir uns da drauf. Ja. Mhm. Aber weißt du, was ich noch geiler finde? Wenn du. Wenn man dann nicht abwischen muss. Ja, das ist zum Beispiel Phantomschiss. Ja, das ist richtig. Das ist Phantomschiss. Wenn du denkst, oh, jetzt muss ich 10 Lagen Klopapier, ziehst dir eine Lage Klopapier. Ich nehme immer nur 2. Ja, ich war jetzt überspitzt gesagt. Und dann hast du gar nichts am Papier dran. Aber weißt du, was der beste Schiss ist, den es eigentlich gibt? Ja. Wenn du eine Stunde schon unterwegs bist, irgendwie, und du merkst, oh, ich muss kacken. Aber du bist eisern und hältst durch und gehst nirgendwo kacken, irgendwie auf Toilette, also Restaurant ja, oder so. Ja. Hältst richtig zusammen und dann macht das schon unterwegs diesen hier, Tommy, diesen. Verstehst du, was ich damit meine? Ja, ja, ja. Wenn er ein bisschen, wenn er schon mal das ein bisschen... Das hab ich so oft, ne, wenn ich in der Schule... Ja. Scheiße, kann er noch... Ja, lieber nicht erzählen. Tommy, soll ich dir dein Wasser mal aufmachen? Wir nehmen jetzt Wetten kein an. Problem. 1 für er schmeißt das Wasser wieder um. 2 für nein, heute schmeißt er das Wasser nicht um. Nur 1. Gib mal her, das Wasser. 1. Das Wasser einmal, bitte. Was war nochmal 1? Oh. Er schmeißt das Wasser wieder um. Oder war 2? Ja. Kennst du den, wenn die richtig fliegen, Tommy? Es gibt auch Leute, die schreiben 2. Die 2 sind richtig. Wo stellen wir jetzt dein Trinken hin? Auf dem Schreibtisch stelle ich das definitiv nicht. Wenn ich das hier hinstelle, voila, das wird umfallen. Ja. Ja, weil du so ein Tollpatsch bist. Aber du stellst es ja nicht da. Nein, ich will es da nicht hinstellen. Wo wollen wir das hinstellen? Ins Schlafzimmer? Ja. Ich stelle das hier unten hin. Nein, bist du... Was bin ich? Lebensmüde. Wo soll ich das denn sonst hinstellen? Du hast letztes Mal meine Tastatur kaputt. Was für andere Zimmer? Nimm mal erstmal einen Schluck hier vom guten Wasser. So, Tim88 nochmal um 10er. Hab uns gerade im Imbiss gesehen, Digga. Wollte aber nicht stören und nach dem Foto fragen. Gegrüßt haben wir uns aber. Hatte deinen Ehrenhoodie an. Digga, Tim, du bist der merkwürdigste Zuschauer, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Oder, ich korrigiere, du bist der merkwürdigste Zuschauer mit Merch von mir an, den ich jemals getroffen habe. Warum? Ich sitze in der Warteburg, fress Currywurst Pommes. Standardmäßig. Warst du schon mal in der Warteburg? Ja, glaube ich schon. Und ich bin mit René da und René sagt, oha, da ist wieder ein Groupie. René redet immer so, aber nicht abwerten. Da ist wieder ein Groupie mit deinem Merch. Guck, ich sag, wo denn? Er sagt da vorne, aber ein etwas älterer. Ich sag, okay, gut, alles klar. Dann gehe ich mit René aus dem Ausgang raus und ich sehe Tim da sitzen mit meinem Merch. Ich guck Tim an. Tim guckt mich an. Ich guck Tim an. Er guckt mich wieder an. Und er verzieht keine Miene, er guckt mich an, als wenn er mir gleich in die Fresse hauen will. Ich sag moin, er sagt moin, er verzieht keine Miene, er lächelt nicht, gar nichts. Ich stell mir das gerade vor, ihr sitzt da so. Also ich bin an ihm vorbeigegangen, er hat mich ein bisschen die Miene verzogen. Ich stell mir das vor, du sitzt da, er sitzt da und ihr sitzt da so. Moin. Ich hab für einen Moment gedacht, der trägt mein Merch, kennt mich aber nicht und denkt sich, warum grüßt mich der Sohn? Warum grüßt mich der Blödmann? Twitch-Mann? Also Tim, trotzdem danke für den Zehner. Das nächste Mal auch mal gern zurücklächeln. Hättest du ein Foto gemacht? Ja, doch schon. Doch. Hätte ich gemacht. Wann holt Oma dich denn jetzt ab? Weiß nicht. Hast du es nicht mit ihr abgesprochen? Nein.
Dann ist sie ja in 10 Minuten schon wieder hier und sagt, oh, ich wollte nur mal gucken. Ich schicke Oma kurz eine Sprachnachricht. Die geht doch nicht an ihr Handy. Geht die nicht an ihr Handy? Nein, die geht nicht an ihr Handy. Das liegt irgendwo rum. Dann ist es jetzt mal Zeit, da ranzugehen. Ich schicke ihr nur eine Sprachnachricht. Es ist jetzt ja Zeit, mal schon mal eine Runde zu spielen. Schnauze. Jo, Omi, ich wollte nur Bescheid sagen. Du kannst Tommy, wir haben es jetzt 7:30. Wann willst du abgeholt werden, Tommy? 21:30? 21:30. Um 21:30 kannst du ihn gerne abholen, Omi. Und ich meine 21:30 und nicht 21 Uhr. Killer Klaus mit 5 Euro steckt mal Tommy einen Fünfer von mir zu. Killer Klaus, das hört sich sehr gestört verdächtig an. Tim mit 8... Tim, ich krieg ja zu Fünfer, ne? Piss dich. Tim mit 8 und... Tim mit 5 Euro. Digga, gefreut habe ich mich übertrieben. Zu nervös, Mann. Naja, bin ja noch 1-2 Tage hier. Ja, wenn du Bock hast, mir einen zu blasen, sag mir Bescheid. Also ein Blasen auf meiner Trompete. Ich spiele ja Trompete. Ja, klar. Gut. Ich weiß schon, was du meinst. Also ja, ich wollte es nur noch mal kurz klarstellen. Nicht, dass mir irgendjemand anderes was nachsagt, Digga. Weißt du, wie ich meine? So, also wir wechseln mal kurz auf die FIFA-Szene. Oh! Oh, Gott! Hey, Digga! Let's go! Guter Mann! Also das war echt peinlich. Weißt du, wie ich eben deine Bearbeitungsskills fand, Tommy? Ja, halt mal. So fand ich die. Der gönnt sich. Er ist richtig. Merkt ihr das? Sag ehrlich, du bist jetzt mucksch ein bisschen, ne? Er hat dich hops genommen. Hey, Digga, ich hab doch auf L2 gedrückt. Also er hat. Scheiß drauf. Oh, also das aber. Also, ich bin so schlecht. Also das war ihre genommen auf einem anderen Level. Das musst du ehrlich sagen. Ja. Ja, aber pass auf, dass du nicht selber dir Schaden lässt. Hä? Er hat dich hops genommen. Du hast dir den Rücken zugekehrt. Kein Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr auf das Spiel. Guck mal hier, Tommy. Bist du bereit für die Legendäre? Guck mal. Mach das Geräusch. Die riecht gut, ne? Sag ehrlich. Maschallah, Digga. So, dann geh jetzt mit deiner Schwester und mit Oma, die können auch nochmal Hallo sagen hier. Und dann könnt ihr nebenan kurz in Ruhe mampfen. So, Nina, willst du einmal Hallo sagen oder was? Du bist so groß, man sieht dich immer nicht. Soll ich die mitnehmen? Setz dich hier kurz hin. Ja, geh schon mal rüber. Nimm beide mit. Mach doch nicht den. Nimm beide mit. So, Nina, warte. Sieht mich immer noch nicht. So, da, die Kamera. Ja, okay. Das ist Nina, das ist meine Cousine. Wie alt bist du? 13, ne? Ja. Aha, gut. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Nee. Oma, willst du auch nochmal Hallo sagen oder was? Sehr hübsch. Ja, was? Die Schnauze halten. So, Nina, jetzt die gut. Ist 13. Ja. Die Meister sieht aus wie 17. Das habe ich schon noch. Wegen der Größe. So, und hier. Wer ist das hier? Die Ehrenwerte. Guck mal, da ist dein Emote, Oma. Siehst du das? Ja, das sehe ich jetzt. Siehst du das, wie das alle rein posten? Witzig. Und das ist die ehrenwerte Oma. Da ist die Kamera, Omi. Ja, hallo. Hallo, moin moin. Wie findest du das neue Haus? Aber sag nicht wo. Ach so. Du, sag ehrlich, das haben mir Papa und so erzählt. Ja, ihr seid da hingefahren, habt es euch angeguckt. Ja. Und du bist einfach, obwohl Leute im Haus waren, auf das Grundstück gegangen. Wieso? Ich habe die gar nicht gesehen. Ich bin da raufgegangen und habe mir das Grundstück angeguckt. Ja, aber du kannst doch nicht einfach auf ein fremdes Grundstück raufgehen. Ich habe nicht erwartet, dass da noch Menschen leben. Ich habe erwartet, dass sie schon alle ausgezogen sind. Nee. Ist ja nicht schlimm. Aber es ist ein tolles Haus von außen. Von außen ist das hübsch, und ja. Und auch nicht zu groß, das Grundstück. Nee. Ist egal, wir wollen nicht zu viel verraten. Und was hältst du davon? Darauf komme ich nicht klar, ne? Was hältst du davon, dass Opa sein Gebiss selber mit Sekundenkleber klebt? Na, das kenne ich ja schon seit Monaten, möchte ich sagen. Seitdem er beim Zahnarzt war, der sollte ihm den Stiftzahn wieder einsetzen. Und es dauerte keine paar Tage, dann war er wieder rausgebrochen. Vorhin bin ich angekommen bei euch. Da habe ich ja gerufen, hallo, wo seid ihr? Dann meint ihr alle oben und dann komme ich nach oben. Und dann sitzt Opa vor dem PC mit 3 Lampen an und so einem Spiegel mit Extra-Zoom und war am Ding. Vergrößerung. Ja, ja. Sollen wir die Pizza schon schneiden? Ja, schneid mal, doch, klar. Wo ist denn? Unterm Herd ist eine große Schneide. Ja, na klar, fang schon an, kein Problem. Nehmt euch, was ihr wollt und setzt euch hin aufs Sofa und entspannt. Aber die können nicht Keile und Stückchen geben. Aber ich finde es echt lustig, auch Opas Argumentation. Wieso, ich mache doch nichts anderes als er. Und bei ihm muss ich eine Woche oder 2 Wochen noch warten. Ja, und dann noch im Wartezimmer so lange warten. Das muss man sich einfach mal vorstellen, mit Sekundenkleber.
Aber er ist der Meinung, er ist auch erst Handwerker und Zahnärzte müssen auch Handwerker sein. Aber vom Zahnarzt her findet er keinen richtigen großes Handwerker. Messer ist auf dem Herd oder unterm Herd. Oder irgendwo auf dem Tisch. Damit habe ich vorhin ein Etikett von, von meinem T-Shirt abgeschnitten. Habt ihr? Den Pizzaschneider habe ich nicht. Meine Oma hat sich auch mal den Zahn falsch herum dran geklebt, Lul. Wer? Er hat eben gerade geschrieben, so, meine Oma. Eben. Nein. Ne? Fragt sie nur, ob sie auch Sekundenkleber genommen hat. Wahrscheinlich. Ich glaube doch, hat einer. Doch. Ja? Doch. Mhm. Ja, das hast du mir damals erzählt. Wer hat da sein Trinken umgeschmissen? Tom hat jetzt nicht wirklich sein Trinken umgeschmissen. Das dritte Mal. Das dritte Mal? Ich denke, diesmal. Nein, das dritte Mal. Dreimal war er hier, dreimal hat er sein Trinken umgeschmissen. Heute? Nee, nein! Ach so. Das machst du sauber, Tom. Nein! Ey, das ist. Wo sind deine Handtücher? Das machst du mit dem Mund sauber! Wie kann man nur so doof sein? Geh ins große Badezimmer und hol ein großes Handtuch. Und wenn. Ich hab den ganzen Abend das Trinken hier unten versteckt. Hier unten. Und immer, nur wenn er einen Schluck trinken wollte, habe ich ihm das Trinken genommen, sofort wieder weggestellt. Ich gebe ihm das Trinken gerade, er hat 10 Sekunden in der Hand, er schmeißt es um. Das ist so ein Trottel. Wie kann das angehen? Ich weiß es nicht. Geh mal mit ihm zum Arzt. Das ist. Ich mach auf, Nina. Aber auch bitte nicht umschmeißen. Nein, du machst das nicht, ich weiß. Nee. Hier. Komm, mach das bitte sauber. Richtiges Treffen bei dir in der Bude. Ja, du, ich sag dir ganz ehrlich, ich mag das schon gerne, ne? Auch gestern Weihnachten, wo alle zusammengekommen sind, habe ich genossen. Ich mag das gerne, wenn alle zusammenkommen, ne? Ja, war auch schön. War wirklich schön. Man darf einfach nicht das vergessen, dass vor 8-9 Jahren so ein Familientreffen so abgelaufen ist, oder vor 10 Jahren oder whatever, dass ich einfach, mit runtergekommen wäre, ich hätte was gegessen und wäre aber so schnell wie möglich wieder nach oben verschwunden, weil ich oben einen Kopf rauchen wollte, also ein Kiffen wollte. Stell einfach dahin. Nee. Und gut ist, da konnte ich nicht einfach mal 2-3 Stunden sitzen bleiben oder so. Hm. Und auch das Verhältnis, was man dann hatte zu Onkel Marco oder so, oder auch zu euch, das war zwar immer noch ein gutes Verhältnis, aber die wussten, ich habe keine Arbeit, ich bin am Kiffen und bin Assi im Grunde, also ein arbeitsloser Assi. So, und jetzt, also die Atmosphäre war nicht so harmonisch, wie sie heute ist. Es war halt immer Gesprächsthema, wenn ich runtergekommen bin, was machst du? Und ihr kennt das, diese Fragen tun weh und nerven. Ja. So, und jetzt ist einfach angenehm, dass man einfach so zusammensitzt und einfach nichts wirklich groß belastet, weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Aber es war ja auch gut, dass das Interesse da war. Von den Leuten meinst du jetzt? Von der Familie. Ach so, ja. Dass sie das nicht einfach übergangen sind. Ja. Wenn du nicht existieren würdest. Also dieses, auch wenn es dann wehtat, ich denke, dass es wichtig war, dass sie nachgefragt haben. Ja, doch schon, auf jeden Fall. Aber deswegen warst du natürlich auch immer schnell wieder verschwunden. Natürlich, ja. Man hatte keine Lust auf die Fragen, das ist klar, ne? Oh, Kailo, du kleiner Süßer. Ja, müssen wir mal ein bisschen gestreitet werden, ne? Und gleich kommt die Mama. Ein Feini. Oh. Denk gar nicht dran, Tommy, noch eine Runde zu zocken. Mach ich nicht. Gut. Einfach 1 Liter Flasche Aquarium. Wie heißt das Mädchen? Nina, ich darf deinen Namen nicht sagen, oder? Was? Doch, klar, weißt du. Nina. Tommy, hallo. Du fragst dich gerade, Nina, darf ich deinen Namen sagen? Das war auch wieder. Also, hat er das wirklich gemacht? Ja. Ich habe gesagt, darf ich deinen Namen. Das war's komplett, Tommy. Komm hier, nee, Kaido, komm hier rüber. Komm her. So ist fein. Papa hält dein Ochsenzimmer. So. War doch ein guter, ich gehe jetzt nicht offline, aber war doch bis jetzt ein guter Stream, Digga. Machen wir was anderes, Digga. Na, auf jeden. Ist ja auch immer schön, das ist so wie, wenn du deine Freundin das erste Mal zu deinen Freunden bringst und die sagen, ja, das ist eine gute. So ist es auch, finde ich, immer, wenn meine Familie im Stream zu sehen ist und die bei euch gut ankommt. Wisst ihr, wie ich meine? Also, was heißt gut ankommt? Die müssen nicht bei euch gut ankommen, aber wenn ihr euch mit meiner Familie genauso gut versteht, wie ich mit meiner Familie. Wisst ihr, wie ich meine? So, ja. Darum bist du mein Top 10 Streamer. Das tut weh, das so zu lesen, Digga. Sag dir so, wie es ist. Papa Platte ist noch vor dir. Ja, kann das gut nachvollziehen, dass Leute Papa Platte vor mir sehen als Streamer,
Weil natürlich auch einfach, wenn ich mir den Stream von Papa Platte angucke, dann fühle ich mich einfach besser und intelligenter. Deswegen kann ich auch einfach das nachvollziehen, dass Leute seinen Stream gerne gucken, weil das ist so wie im TV. Die Leute gucken auch dieses Hartz IV TV-Ding, weißt? Und so ist es mit Papa Platte auf Twitch auch.